So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing-Video auf meinem Kanal. Ja, es wurde mal wieder Zeit, es hat sich sehr viel angesammelt, also eigentlich völlig verrückt. Keine Ahnung, wie es sich überhaupt so viel zusammen ansammeln konnte, aber naja, als Sammler, was will man da machen? Wir fangen einmal an mit der Game Trilogie mit Yusaku Matsuda. Richtig coole 70er Jahre japanische Jazzmusik, die hier die Filme untermalt. Und der Hauptcharakter war quasi Standpate für die Figur, für die Hauptfigur aus Cowboy Bebop. Und allein deswegen schon extrem sehenswert. Moralisch sehr, sehr zweifelhaft, der Hauptcharakter. Also er vergewaltigt auch mal eine Frau, die danach das Stockholm-Syndrom kriegt und ihm verfällt. Naja, andere Zeiten. Aber davon ab hat der Film schon eine extreme Coolness. Ich habe jetzt nur den ersten Teil gesehen, aber ich glaube, die anderen gehen auch in die Richtung. Und ich meine, das Arrow-Paket hier ist einfach richtig cool. Ich muss jetzt aber dazu sagen, ich mache die jetzt nicht alle nochmal extra auf, weil das Internet wimmelt vor Unboxing-Videos von eigentlich jeder Edition, die ich euch hier zeige. Ich gebe euch hier nur mal los ein paar Gedanken dazu und dann kommen wir hier auch schneller durch. Dann haben wir hier Gorgeous mit Jackie Chan. Hier wieder mit einem schönen Cover von 88 Films aufgelegt. Das ist hier ein älteres Master. Die schreiben hier zwar von einem 2K-Transfer vom Originalfilm-Material, aber es sieht bei weitem nicht so gut aus wie seine 80er-Jahre-Filme, die jetzt ja auch alle rausgekommen sind, die letzten Jahre. Aber es ist okay, die Farben sind okay. Und was hier halt cool ist, man hat diesen, ja, den Hongkong-Cut, der einfach nochmal 20 Minuten länger geht als dann die gekürzte internationale Fassung. Der Humor ist halt Hongkong-typisch, extrem grenzdebil. Und hier ist es halt eine Romanze, eine Liebesgeschichte hauptsächlich. Es gibt ein paar Action-Szenen, aber sehr wenige. Und die haben für mich auch nicht dieselbe Wirkung, weil hier halt wirklich die Boxhandschuhe angezogen werden und damit Schläge automatisch abgefedert werden. Auch wenn die Kämpfe natürlich wieder mal sehr gut choreografiert sind, aber wie gesagt, sind nur ein paar von. Also ist eher was für Hardcore-Jackie Chan-Fans. Ich denke, man kann wirklich sagen, dass mit seinem Film Mr. Nice Guy, der noch von Sammo Hung inszeniert wurde, der letzte gute Jackie Chan-Film erschienen ist. Und dann natürlich noch hier The Foreigner, dann später in 2017 kam der, glaube ich, raus. Mit Pierce Brosnan von Bruce Campbell, der Regisseur von Casino Royale. Aber da spielt Jackie Chan ja auch nicht seine klassische Figur, sondern einen eher tiefgründigeren Charakter. Dann haben wir hier von Duccio Tessari ein Ringo Double Feature. Habe ich mir geholt, weil erstens im Angebot und zweitens, weil ich die Ennio Morricone Doku kürzlich gesehen habe, die ich jedem ans Herz legen will. Ein absoluter Maestro, der ja tausende von Musikstücken komponiert hat und hier eben auch für beide Filme den Soundtrack beigesteuert hat, mit wieder einem sehr eingängigen, ja, sehr eingängigen Melodien und allein deswegen schon sehenswert. Aber die Filme sind auch sonst echt gut gemacht, sind auch gut restauriert, tolle, kräftige Farben und absolut sehenswert. Auch für mich auf jeden Fall gehören die zu den besseren Western. Und das Schöne ist, The Return of Ringo ist kein direktes Sequel zum ersten Teil, sondern die Charaktere, die man aus dem ersten Teil kennt, tauchen hier in einfach unterschiedlicher Variante wieder auf, also in einer ganz anderen Rolle, besser gesagt. Und dadurch kann man so ein bisschen spekulieren, was die da im Schilde führen. Und die Filme sind aber auch tonal total unterschiedlich. Also ist ganz interessant. Dann haben wir The Snake Girl in the Silver-Haired Witch. Japanisches Kino. Aus den 68ern, okay. Kann ich gar nichts zu sagen, aber eine der coolsten Schuber, die Arrow je gemacht hat. Also ich mag total diese Beschichtung hier, das ist so, hat so einen leicht rauen Touch und ist natürlich wieder ultra cool designt. Jetzt muss nur noch der Film was taugen. Ich bin gespannt.
Dann haben wir hier von Kon Ichikawa An Actor's Revenge von BFI, noch eine der früheren Auflagen. Auch hier wieder gekauft, weil günstig und hier mit einem unglaublich großen Booklet. Ist wohl eine Verfilmung eines Theaterstücks. Dadurch gibt es so ein paar surreale Hintergründe, weil diese natürlich eindeutig als Studio-Material ausgemacht werden können. Studio-Hintergründe. Aber ja, klingt ebenfalls sehr spannend. Dann haben wir Shaolin Plot von Eureka Entertainment. Mit hier Sammo Hung in total lustiger Optik. Habe ich jetzt noch nicht gesehen, aber ist wohl bis in die kleinsten Nebenrollen mit bekannten Gesichtern besetzt. Das ist eh, wenn man viel Hongkong-Filme guckt, dann wird man mit der Zeit eigentlich so gut wie jede Nebenrolle identifizieren können. Wenn auch nicht alle namentlich, aber die Gesichter werden einem immer wieder bekannt vorkommen. Und ja, die Action damals, da kommt die heutige Action einfach nicht ran, ganz klar. Dann haben wir Misfits, der letzte Film von Clark Gable und Marilyn Monroe, die danach beide gestorben sind. Beide ja früh, also Marilyn Monroe natürlich noch viel früher. Hier war ein Preisfehler von Cape Light bei Amazon für 14,99 für ein 4K-Mediabook. Da kann man echt nicht meckern. Ich habe in den Film mal so ein bisschen reingeguckt. Scheint mir aber ziemlich gefiltert zu sein. Also hat Cape Light sich mal wieder, wie so oft, nicht mit Ruhm bekleckert. Ja, ich denke, da wäre definitiv mehr möglich gewesen. Auch der deutsche Ton klingt extrem muffig. Aber wie gesagt, auch das Bild, das Korn löst nicht immer natürlich auf. Und da würde ich schon denken, da wurde ordentlich Rauschen reduziert. Schade, das sollte nicht passieren. Dann haben wir von Arrow aus den USA ein Angela Mao. Oder Angela Mao Double Feature, Lady Whirlwind und Hapkido. Hier richtig cool im Schuber mit so Spotlack-Verzierung. Das Interessante ist, die Discs sind identisch zur Eureka-Variante. Das heißt, wenn man die hier in einen Region B-Player legt, dann bekommt man tatsächlich auch die Eureka-Symbole und alles. Und dann ist es quasi eine vollwertige Eureka-Scheibe. Das heißt also, auch für Region B-Leute kann sich dieser Import lohnen. Ja, es sind ja Kultfilme, bin ich sehr gespannt drauf. Das hier war jetzt im Arrow Sale günstiger, als wenn ich mir die Eureka-Variante hier aus England importiert hätte. Deswegen war das ein No-Brainer. Und wie gesagt, Arrow, immer schöne Edition. Hier mit Booklet auch dabei. Und ja, auf jeden Fall Pflichtprogramm für Martial Arts Fans. Stichwort Pflichtprogramm. Der hier gilt ja als einer der allerbesten Martial Arts Filme überhaupt. The Eight Diagram Pole Fighter mit Gordon Liu. Hier auch der UK-Variante überlegen von 88 Films, die eben nur auf einem alten Master basiert hat von Celestial Pictures. Und hier hat man eben neu vom Original negativ abgetastet, also das Beste, was geht. Allein deswegen schon sehenswert. Ist Region A locked, aber hier mal ein Tipp für alle, die das noch nicht wussten. Wenn ihr einen Panasonic Player habt, dann gibt es einen Trick, wie ihr auch Region A-Scheiben freischalten könnt. Das gilt für Criterion und auch für Arrow-Scheiben. Nicht für alle, aber für die meisten tatsächlich. Legt die Disk ein, dann kommt als Einblendung nicht kompatibel. Klickt dann auf Stopp auf eure Fernbedienung und dann auf Top-Menü. Und dann umgeht ihr quasi die Sperre und habt dann auch Zugriff und funktioniert eben auch für diesen Film. Also auch hier kann sich der Import lohnen. Zum einen eben wegen dem besseren Bild und zum anderen, weil ihr auch mit einem Panasonic Player diese ansonsten gelockte Scheibe anlocken könnt. So, dann haben wir noch einen Film aus den USA, Running Out of Time. Zwei Filme von Johnny To. Johnny To, ja, ist ja für mich der Akira Kurosawa der Neuzeit, weil er extrem viel von seinem Stil übernommen hat. Und
sicherlich einer der spannendsten Regisseure überhaupt, die es auf dem Markt gibt. Das muss man mal so deutlich sagen. Und auch konstant in einer hohen Qualität die Filme raushaut. Das ist wirklich faszinierend. Ja, hier ebenfalls identisch zur Eureka-Scheibe und ebenfalls hier schön aufgelegt von Arrow mit Schuber und Booklet. Und ebenfalls günstiger, als wenn ich es mir aus England importiert hätte. Also checkt auf jeden Fall mal Arrow US aus. Die haben nur Versandkosten von 1,50 Dollar, absolut top. Das ist gut verpackt und iOSS funktioniert auch, das heißt, Zoll fällt nicht an. Dann geht es weiter mit ebenfalls einem Film, den ich mir wegen dem Ennio Morricone Soundtrack jetzt gegönnt habe, mit Lee Van Cleef, absoluter Legende. Hier von Indicator. Indicator, eh immer schöne Edition, mit 80-seitigem Booklet und Poster. Und was hier auch cool ist, man hat eben die 111-minütige original italienische Kinofassung und hat dann auch die gekürzteren US-Fassung und eine erweiterte US-Fassung. Also ihr seht es hier oben an den Laufzeiten. Ansonsten ist das halt hier wieder mit tonnenweise Bonusmaterial und ja, lässt keine Wünsche offen und sieht einfach auch richtig cool aus. Das muss man mal so sagen. Dann Hero Shed No Tears von John Woo. Ich glaube, sein erster Film. Soll wohl von der Action her der absolute Wahnsinn sein. Also in Taiwan waren sie wohl auch noch mal verrückter als in Hongkong, was die Stunts angeht. Und das will wirklich was heißen. Also hier explodieren wohl immer wieder Sprengsätze, teilweise nur ein paar Zentimeter von den Leuten entfernt. Also ich will nicht wissen, wie viele da ins Krankenhaus mussten. Es kommt wohl in Deutschland, ich weiß aber nicht das genaue Label, eine Extended Fassung von dem Film, weil das ist hier bislang die einzig erhältliche Fassung, die 85 Minuten geht, aber wo anscheinend auch schon viel fehlt aus der ursprünglichen Fassung. Wann natürlich die deutsche Edition dann mal die hiesigen, also hier erscheint und vor allem auch erschwinglich wird, statt in 50 € Mediabooks teuer verkauft zu werden. Keine Ahnung. Deswegen jetzt hier mal aus England von 88 Films, ebenfalls mit neuem Master. Und ja, freue ich mich drauf. Dann The Flag of Iron. Wieder ein bisschen Shaw Brothers Action. Kann ich überhaupt nichts zu sagen, aber sehr schöne Auflage wieder von 88 Films mit Schuber, Booklet und sogar Poster, wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Klingt gut. Dasselbe Spiel haben wir hier. Flying Guillotine Part 2. Part 1 nie gesehen, aber ich glaube, die hängen jetzt eh nicht so zusammen, die Filme. Früher hat man das halt immer so genannt. Und wenn sie zusammenhängen, denke ich, kann man trotzdem durchblicken. Jedenfalls schön aufgelegt. Dann haben wir hier den Film Schlaf alias Sleep. In Deutschland nie auf Blu-ray erschienen, obwohl es ein deutscher Film ist. Da weißt du Bescheid. Hier von Arrow mit der absoluten Deluxe-Behandlung. Heißt Schuber, heißt Booklet und heißt Poster. Und ja, ist mit einigen bekannten deutschen Schauspielern. Und ist halt mal wieder anscheinend deutsches Arthouse-Kino, was in Deutschland selbst anscheinend keinen Markt hat. Aber schön, dass Arrow sich dem Ganzen angenommen hat. Bin ich sehr gespannt drauf. Dann haben wir noch Cinematic Vengeance. 8 Kung-Fu-Filme von Director Joseph Koo. Ja, der hat in Taiwan quasi Low-Budget-Filme gedreht. Das sieht man auch den Filmen größtenteils an, weil die Kampfszenen fast immer auf freiem Gelände, in ländlicher Umgebung stattfinden. Hatte ich mir jetzt halt geholt, weil der in der Sektion war, der läuft bald, also ist bald ausverkauft. Und die Filme sind alle top restauriert, also es ist Wahnsinn, was aus so altem Filmmaterial, das hier ja nachweislich mit billigeren Kameras und niedrigem Budget gedreht wurde, was da trotzdem noch rauszuholen ist. Das Korn ist super definiert, die Farben sind kräftig. Du hast eine richtig krasse Schärfe in der Aufnahme. Also immer wieder erstaunlich, wie gut echtes Filmmaterial aussehen kann. Und
Ja, hier eine schöne Edition, 8 Filme auf 4 Discs aufgeteilt und eben ein 60-seitiges Booklet, das jeden Film einzeln bespricht. Das heißt, es lohnt sich, einen Film zu gucken und danach die Besprechung im Booklet durchzulesen. Und Postkarten sind wohl auch noch dabei. So, das war es aber noch nicht. Kommen wir noch nach Italien, denn es war ja der Prime Day. Und Prime Day in Italien war top, in allen anderen Ländern flop, würde ich mal behaupten. Hier haben wir eine richtig schöne Edition mit 5 absoluten Klassikern in 4K, alle auch auf Deutsch. Wir haben hier Citizen Kane, Casablanca, Singing in the Rain, dann Rebel Without a Cause und Cool Hand Luke. Also die deutschen Titel sind ja Citizen Kane und Casablanca ist klar. Dann Singing in the Rain heißt, glaube ich, hier, du sollst mein Glücksstern sein. Rebel Without a Cause war, glaube ich, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und Cool Hand Luke, der Unbeugsame. Ja, und wenn wir hier uns die Edition mal anschauen, dann ist das schon Wahnsinn, wie cool diese Edition eigentlich aussieht und wie günstig die jetzt auch war. Ich glaube, ich habe jetzt eben am Prime Day 26 € dafür gezahlt. In Deutschland würde man wahrscheinlich für alle 5 Filme mal mindestens 100 € zahlen, eher mehr. Also, das ist schon dann großzügig gerechnet. Und was eben auch cool ist, dass man hier so eine Timeline hat, wo so nachgezeichnet wird. Und das Coole ist, dass hier ist auch alles auf Englisch, diese Timeline. Das heißt, das Einzige, was Italienisch ist, ist eigentlich hier die äußere Angabe, die außen dran war, mit den ganzen Tonspuren und die Rückseite hier. Aber sonst ist es englischfreundlich und damit auf jeden Fall sehr, sehr cool. Wäre es natürlich auch ansonsten, aber natürlich ein netter Bonus. Dann geht es noch weiter mit zwei Horror-Klassikern, Boxen. Wir haben hier einmal Universal Monsters, der Unsichtbare, der Wolfsmensch, Frankenstein und Dracula. In 4K restauriert. Ich meine, das sind Filme, die fast 100 Jahre alt sind und es ist halt krass, wie du hier HDR siehst, wie so Lampen und Spitzlichter nochmal einen extra Punch haben. Und das Korn ist natürlich schon stark, also das wuselt schon ordentlich, aber du hast trotzdem eine sehr gute Schärfe einfach dadurch, weil halt nichts rausgefiltert wurde und es ist immer wieder erstaunlich. Kannst du nur noch mal sagen, ich meine, das sind fast 100 Jahre alte Filme und die sehen auch heute noch beeindruckend detailliert aus. Und hier in dieser zweiten Box hat man dann noch die Mumie, die Braut von Frankenstein und ich glaube das Monster aus der Tiefe. Wobei ich da fast, wer da noch ein dreifähiges Gerät hat, die 3D-Version empfehlen würde. Ich weiß gar nicht, ob die hier dabei ist. Auf der normalen Blu-ray, wenn dann, weil in 3D war das echt Referenzmaterial. Ich habe den vor vielen Jahren in 3D gesehen. Der wurde damals eben auch in 3D ausgestrahlt. Und ja, übrigens, ne, also alle Filme hier, die ich euch jetzt gezeigt habe, gerade aus Italien, alle auch mit deutschem Ton. Scarface hatte ich noch nicht in der Sammlung. Der 4K-Transfer, ich habe mal reingeschaut, absolut großartig. Hier ebenfalls mit deutschem Ton. Und naja, Brian De Palmas bester Film eventuell, auf jeden Fall einer seiner besten und Al Pacino wie immer der absolute Wahnsinn. Dann zur Vervollständigung meiner Tierwesensammlung, Dumbledores Geheimnisse. Die Tierwesenfilme sind aber alle ziemlich am Murks, also sollten ja eigentlich 5 Teile sein, aber ich glaube, der dritte Teil hier ist so gefloppt, dass sie sich 2 weitere Teile sparen werden und das Ganze halt unvollendet lassen. Das war ja eh so ein Mist mit Johnny Depp, das jetzt umgecastet wurde, zwar mit Mads Mikkelsen, den ich total liebe, aber es ist nun mal ein Umcasting und damit ein Kontinuitätsbruch. Und ja, die Filme habe ich echt nur zur Vervollständigung, aber die kommen zu keinem Zeitpunkt an die Harry Potter Filme ran und die Harry Potter Filme wiederum kommen zu keinem Zeitpunkt an die Bücher ran. Also ein Teufelskreis. Dann haben wir hier den Maltese Falken in einem Wahnsinns-Steelbook.
eher mit irrer Prägung, und richtig cool ist, dass auch die Rückseite eben diese Prägung hat. Und was kurios ist, hier liegt eine DVD als Bonus bei, also als Film und keine Blu-ray. Ist wohl auch Italien exklusiv, dieses Problem, nenne ich es jetzt mal. Also, dass keine Bonus-Blu-ray dabei liegt, sondern eine DVD. Aber ich meine, man guckt ja eh nur die 4K. Allerdings soll die deutsche Synchro totaler Mist sein. Aber die wäre hier eben auch dabei. Und auch hier wieder deutlich günstiger als in Deutschland. Dann haben wir noch Beetlejuice, gespielt von Michael Keaton. Hier ein völlig verrückter Film von Tim Burton eben, der ja da früher für bekannt war und leider jetzt nur noch ziemlichen Mist macht. Soll auch eine coole 4K-Scheibe sein. Ich habe den Film vor einiger Zeit das erste Mal geschaut und ja, der ist so bunt und so abgespaced. Und in der 4K sicherlich noch mal ein Stück besser. Dann haben wir Halloween. Ja, habe ich mitgenommen, weil preisgünstig, und erwarte ich mir jetzt nicht allzu viel. Aber für 6 Euro kann man sich die 4K-Scheibe mal mitnehmen. Aber ohne deutschen Ton hier tatsächlich. Und ebenfalls ohne deutschen Ton ist hier Schindlers Liste. Da habe ich, glaube ich, so eine Blu-ray Collector's Edition vor Ewigkeiten mir mal geholt. Und naja, jetzt hier eben nochmal eine Dimension höher, beziehungsweise 4 Auflösungsstufen höher. Ja, das war's. Unglaublich. Jetzt ist das Video doch recht lang geworden. Aber ja, ihr seht, wer soll das bezahlen und wer hat vor allem so viel Zeit, sich das alles anzuschauen? Wird alles dauern, aber ich wollte es euch jetzt einfach mal zeigen, weil sich doch einiges angesammelt hat. Und das hier ist ja auch nur wiederum ein Bruchteil von dem, was sich die letzten Monate noch angesammelt hat, aber das würde dann den Rahmen sprengen. Wenn ihr von irgendeinem der Filme, die ich euch hier gezeigt habe, gerne nochmal ein Einzelunboxing sehen wollen würdet, dann lasst mich das gerne wissen. Bin ich gerne bereit zu. Aber ich glaube, das Internet ist, wie gesagt, meistens voll davon. Und deswegen spare ich mir das und habe hier nur mal einen kurzen Überblick gegeben und meine paar Cent zu jedem Film geäußert. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen. Habt eine gute Zeit, bleibt gesund, geht ins Kino und schaut gute Filme. Servus.